Fashion Friday. Ich begrüße euch heute wieder hier zum Fashion Friday auf dem Instagram-Channel von Van Edelmann. Eine Frage, die mir ganz oft gestellt wird: Worauf muss ich achten, wenn ich mir einen Anzug kaufe oder einen Anzug anfertigen lasse? Grundsätzlich, kommt gerne zu uns, lasst euch einen Anzug bei uns fertigen. Falls es euch nicht möglich ist, geht zu einem hiesig ansitzenden Maßsteller oder Maßkonfektionär und lasst euch quasi den Anzug auf den Leib schneiden. Solltet ihr aber mal im Urlaub sein, in Italien zum Beispiel, ihr seht einen Sakko, den brutale Rakete, das Ding brauche ich, gebe ich euch jetzt so drei Anhaltspunkte, auf die ihr achten solltet. Punkt 1 ist Brustweite. Das Sakko sollte am Revers nicht aufspannen und nicht zu eng sein. Quasi, wenn man reingucken kann, reingreifen kann, hier oben im Revers-Teil ist es zu eng, würde ich euch nicht empfehlen mitzunehmen. Punkt 2 ist die Rückenlänge des Sakkos oder die Sakkolänge. Das ist auch ein absolutes No-Go, wenn das nicht passt, da kann man nicht mehr viel ändern. Das heißt, solltet mit der Po-Kante abschließen. Wenn ihr es sportlich haben wollt, ein bisschen sportiver haben wollt, dann könnt ihr es auch 2 cm kürzer haben. Aber darauf achten, dass es nicht zu kurz und nicht zu lang ist. Man kann auch da, wenn man einen kurzen oder langen Oberkörper hat, ein bisschen was ausgleichen. Aber grundsätzlich diese Faustregeln erstmal beachten. Punkt 2 ist dann, ihr achtet auf die Schultern, dass die nicht zu weit draußen sind. Das wirkt für die Körperhaltung sich mitunter schlecht aus. Alles andere, Ärmellängen und solche Sachen, Taillierung, das könnt ihr ortsansässig bei einer Änderungsschneiderei einfach nochmal anpassen lassen. Und ich denke, da kommt ja ganz gut, da könnt ihr ein Schnäppchen schießen und trotzdem ein gutes Sakko haben. Bei der Hose ist es ganz kurz gesagt, über die Hüfte muss die Hose passen, also über den Booty muss es sitzen und über die Wade sollte es sitzen, die sollte fallen. Wenn der Bund nicht ganz passt, die Hosenlänge nicht ganz passt, notfalls anpassen lassen oder wie gesagt gleich vom Grund auf sitzen lassen bei uns oder bei einem anderen Schneider. Viel Spaß!